1969 der W24, angetrieben von 2x2200 PS, ca. 2300 Stück. Die Dienststellung erfolgte 1972. Die 48 Nationen eingeführt. Ganz markant zu sehen, die Tragradstummel, die für 25% hier Auftrieb sorgen, bei diesem Hubschrauber der MiG-24. Die Exportversion davon ist die MiG-35. MiG-24 mit zwei Piloten ausgestattet, in einem Tandem-Cockpit. 8 Soldaten finden im unteren Raum Platz der kompletten Ausrüstung. Flächenstummel nicht mehr nach außen lassen. Mitgenommen werden hier zum Beispiel den
mit ihrer Mi 24 Maximale Geschwindigkeit erreicht.
wie auch wunderbar jetzt dieses Dunlap-Cockpit auf der großen Minimals. Und dieses feinfühlige, da kurze Berührung. Und schon, geht's wieder. Über links. Dann würde sich mit der schon erwähnten Verbeugung von uns verabschieden. Ich könnte Ihnen noch Stunden zusehen dabei, aber diese Verbeugung wollen wir uns nicht entgehen lassen. Jawohl, da gehen die Arme nach oben hier vor dem Tower, da wird den beiden Piloten zugewunken. Das ist eigentlich richtig eine große Geste, dieser B24 sich so zu verleihen.